Hallöchen, wie ihr das hoffentlich sehen könnt, seht ihr schon in den C128 hinein. Das Bild von dem C128 habt ihr nicht. Im Moment noch nicht. Ob ich euch das noch zeige, weiß ich nicht. Das Video hier wird wirklich relativ lang. Sage ich gleich. Ich habe schon mit dem C64 alles an Tests gemacht, die mir in die Finger gekommen sind. Und habe die Sounds schon mal aufgenommen mit dem 8580, der hier auch drin ist. Hier ist auch ein 8580 R5 drauf. Den habe ich auch im C64 drauf. Habe ich alle schon drauf. Ist eine ungefähr eine Stunde Material, die ich da schon habe. Das wird mit dem hier ungefähr dasselbe werden. Die einzelnen Tests werde ich nicht jetzt gleich mitzeigen. Ich werde versuchen, das, was geht, von einem in den anderen reinzuwechseln. Also vom Original in den hier in den Pico-Set. Dass ich während der Sounddatei von Original in den rein wechsle. Dass man vielleicht den Unterschied hört. Beziehungsweise bei etwas kürzeren Sachen oder wo ich meine, das könnte man mal im Ganzen hören, dass man dann erst einmal das Original im Ganzen hört und dann einmal den Pico-Set. Ich meine, ich habe auch eine Demo, das heißt Wonderland 13, glaube ich. Da ist eine Demo-File drauf. Also ich denke mal, die stresst den Sid ohne Ende. Wenn das Ding das kann und das annehmbar kann, ist es schon mal top. Die Grundfunktion kann ich testen, so wie Waveform, Sägezahn, Rechteck. Die drei Voices, die er kann, und dann hat er das Rauschen, kann ich testen, und ich kann Hochpass, Tiefpass und Bandpass, glaube ich, ist das, kann ich auch testen. Den hier habe ich getestet. Waveform geht, Rechteck geht, Sägezahn geht teilweise, geht, ich würde sagen, geht, aber ich denke mal, die Hüllkurven bzw. die Filter, die da mit drin hängen, da macht er Probleme. Und ich denke mal, Poti X und Y würde vielleicht auch noch damit gehen. Und da hätte ich noch für den Thorsten vielleicht noch eine kleine Anmerkung, wenn das Ding mal final fertig ist. Vielleicht ist es ja möglich, wenn man einen, in Anführungsstrichen, teildefekten SID-Chip hat und du kriegst das mit den ADCs nicht hin. Vielleicht kann man den ja hier draufsetzen, dass es ein Hybrid wird. Dass der Sound hier drüber kommt und der ADC direkt vom SID, wenn der noch hinhaut, die ADC-Eingänge vom SID. Vielleicht ist das möglich, dass man den dann hier oben mit draufsetzt und dann nur die ADC-Eingänge von dem SID benutzt und falls das mit dem Pico nicht hinhauen sollte in Zukunft. Vielleicht ist das ja dann möglich. Oder als Option zu sagen, man hat die Möglichkeit, den Pico ADC zu nehmen oder die ADCs vom SID, sofern die noch funktionieren. So, ich werde das jetzt hier ausbauen. Das muss ich ausbauen, weil. Oder? Ja, vom Strom her. Ne, es passt. Passt gerade so darauf. Kerbe ist da. Pin 1 ist hier oben. Sprich da, wo der USB ist. Und Pin 1, die Kerbe ist auch in die Richtung. Und das passt. Ich brauche das nicht ausbauen. Mit dem Strom, das passt auch. Okay, das können wir dann gleich sowieso mal machen. Das ist ja gut. Ich weiß nicht, mit dem Licht war das, glaube ich, jetzt gerade nicht so besonders. Ne? Jetzt haben wir Licht. Jetzt muss ich den da rausholen. Dazu brauche ich mal die. Da geht die sehr gut für. Die gebogene Pinzette. Das können wir ja gleich mal so tun. Einige Sounds werdet ihr jetzt hier vielleicht hören. Ich werde das mal schnell mal durchtesten. Aber ich werde es dann im Anschluss hinten am Video dran mit Kapiteln halt eben zeigen.
direkt zeigen, original zu Pico Sid. So, jetzt muss ich mal gucken. Der Pin ist der Pin, das passt. Und jetzt einmal gucken, dass ich auch in den Sockel richtig drinne bin. Von den Pins her kann ich jetzt nicht großartig sehen. Ist wenig Platz, dann brauche ich das aber nicht ausbauen. Das ist gut. Einmal gucken. Passt. Drin. So. Den Pico setze ich noch nicht drauf. Ich mache jetzt erstmal Strom rein. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding qualmt. Ich versuche euch da mal drauf zu zoomen. Gucken, ob da Magic Smoke kommt. Dazu muss ich aber einmal kurz das Ding wegnehmen. So. Er startet nicht. Ich habe einen lila Bildschirm. Sah aus, als wenn es geraucht hätte. Irgendwas heiß geworden? Nein. Nein. Er sollte eigentlich ohne Sit starten. Das tut er. Jetzt ist er im C128 Modus. So. Ich glaube, das hatte Thorsten auch. Dass das mit ohne Pico nicht hinhauen wollte. Oh, ich guck noch mal. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil ich bin bei der. So. Der ist noch mal drauf. Ich probiere es noch mal. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Sitzt jetzt auch wirklich richtig drauf? Eigentlich müsste er richtig drauf sitzen. Ja, der sitzt richtig. So, ist egal. Ich werde jetzt den Pico mit drauf setzen. Ich schalte ihn noch mal ein. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Gehört hat man es, ne? Beim Pico hat aber auch nichts geleuchtet. Da ist eine LED drauf. Gucken, ob man das so sehen kann, vielleicht. Das ist nicht schön. Schalte ihn noch mal ohne Sit ein. Da startet er. Mit dem startet er nicht. Damit möchte er nicht starten. So. Ich brauche einmal kurz Micro-USB. Mal gucken. Gucken wir mal. Die LED ist auch nicht an. Also da kann man jetzt nicht sehen, ob da irgendwas tut oder nicht tut. Er will aber nichts tun. Oder habe ich ihn wirklich, habe ich ihn verkehrt rum aufgebaut? Ich habe das gesehen, dass das so rumkommt. Gucken wir sonst noch mal das Video an. Ich hatte das mal nur durchgespult.
Er startet nicht und ich habe ein Piepen. Also das haut nicht hin. Ich versuche mal in den C64 Modus. Auch nicht. Okay. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Also Kurzschlüsse habe ich auf alle Fälle nicht drauf, das weiß ich. Da habe ich extra nachgeguckt. Wird der Pico am PC erkannt? Er wird auch nicht am PC, er wird nicht am PC erkannt. Ist der jetzt defekt? Oder habe ich hier was falsch gemacht? Mein Verständnis war das so da drauf. Nee, falsch rum. So rum. Dann hat sich das Video ja voll gelohnt. Das sind die 3,3 Volt. Die 5 Volt und das mit dem Out, ja, also so wie ich das vom Layout verstanden habe, passt das so. Da noch mal die andere Seite, nehme ich mal das Multimeter. Und mess einfach mal die Spannung nach. Das ist doch im Sockel, da ist kein Pin weg und gar nichts. So. Das sollten 5 Volt USB sein. Oder nicht? Das sind. Da sollten wir 5 Volt haben. Hat er. Das müsste Ground sein. Das müssten 3,3 sein. 5. 3,3. 5. Ja. 3,3. Also Spannung passt. Also Spannung kriegt er, aber startet nicht. Er piept nur. Aber wo piept der? Piept der jetzt im Fernseher oder piept der hier drauf? Wo ist die Fernbedienung? Da. Mute. Wo habe ich hier Mute? Da habe ich Mute. Mute. Ja, mutet im. Ja, im Fernseher ist das. Aber. Der tut sich nichts. Der startet nicht. Ja. Also, Thorsten, wenn du noch zuguckst, das möchte nicht. Habe ich was falsch gemacht? Oder, weil der Pico wird auch nicht am PC erkannt. Also, funktioniert am PC nicht. Also, wird am PC nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Ich hatte noch nie einen Pico in der Hand gehabt. Und ohne die Geschichte startet er. Okay. Mit dem Sit, mit meinem, der Teil defekte, der ist ja nicht komplett defekt. Ein bisschen Ton kriegt er ja. Startet er auch. So. Jetzt nochmal für dich.
vielleicht kannst du das sehen. Ich habe jetzt, weil anders kenne ich es nicht. Hier ist U1, schräge Seite auf der Seite. Die abgeschrägte Seite vom IC heißt Pin 1 ist da oben. Bei dem IC schräge Seite, auch diese auf die zu der Seite, ist für mich Pin 1 da oben und da genauso da oben. Ist auch so in deinem Plan angemarkert gewesen. Ist da noch einer verkehrt rum? Fragezeichen. Und unterm Pico. Nimm den mal ab. Da ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich kann das hier auf dem kleinen Display jetzt schlecht sehen. Stell mal scharf. Hallo. Das Pin 1 da oben. Sprich, da wo die Beschriftung ist. U6 ist Pin 1 nach oben. Ich gucke nochmal auf deinen Plan. Viel Spaß. U1 Beschriftung nach oben. Da so. Pin 1 oben. Das passt. Und da genauso. Also jedenfalls damit startet er nicht. Wenn ich das Ding direkt drauf habe, startet er nicht. Kann möglich sein wegen den IC-Geschichten hier drauf, dass da irgendwie was gut. Aber mit dem Pico weiß ich nicht. Er wird am PC nicht erkannt. Die LED leuchtet nicht. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass sie nicht leuchtet oder ob sie leuchten muss. Ich weiß es nicht. Also er wird nicht erkannt. Das ist jetzt blöd. Gut, dann war es das mit dem Video. Dann komme ich jetzt gar nicht weiter. Dann muss ich mal warten, bis der Thorsten mich mal antickert. Ich werde dich auch noch mal anschreiben, aber ja, das war's. Dann vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, wir kriegen dieses Video nochmal fertig. Okay, vielen Dank. Tschüssi.